Wie unterscheiden sich eigentlich die Walt Disney Studios zum Disneyland Park? Hallo, meine Lieben! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video, was mir letztens einfach so in den Kopf gekommen ist. Warum machst du denn nicht mal ein Video zu den Unterschieden zu den Walt Disney Studios, aktuell noch der Name, und dem Disneyland Park? Wie ihr bereits wisst, wenn ihr mir folgt auf YouTube, werden die Walt Disney Studios ja demnächst, wahrscheinlich nächstes Jahr, umbenannt in Disney Adventure World. Aber ich möchte dennoch aktuell um die Walt Disney Studios sprechen. Und wenn dann die Umbenennung kommt, werden ja einfach nur noch mehr Themenbereiche eröffnet. An sich wird es ein bisschen Umthematisierung geben vom Thema, aber nur ganz leicht. Und deswegen dachte ich, reden wir doch jetzt mal über die Unterschiede. Weil viele Leute fragen mich, oh, ich habe nur einen Tag, soll ich doch lieber den Disneyland Park besuchen? Lohnt sich ein Hopper-Ticket für die Walt Disney Studios? Soll ich die auslassen, weil der Ruf von den Walt Disney Studios ist aktuell immer noch, oh, es ist kein ganz Tagespark. Aktuell ist ja auch noch Baustelle, das heißt, ja, muss ich da überhaupt hin? Und deswegen möchte ich mal in diesem Video über die Unterschiede der beiden Parks sprechen. Denn jeder Park von beiden Parks hat seine Vor- und seine Nachteile und seine Besonderheiten. Und ich finde, beide Parks sind sehenswert und haben jeweils ihre tollen Attraktionen, tolle Shows. Und ja, und bald, nächstes Jahr wahrscheinlich, werden die Walt Disney Studios oder dann Disney Adventure World noch begehrenswerter, weil ja dann World of Frozen aufmacht. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir reden über den aktuellen Stand. Und ich habe ja bereits schon ein Video, was sehr gut bei euch ankam, einen Rundgang durch den Disneyland Park gemacht. Ein kompletter Rundgang durch den Disneyland Park ohne, also eigentlich wollte ich ohne Pause machen, aber eine Pause musste ich machen, weil eine Followerin mich angesprochen hat. Aber ansonsten war es ein One-Taker und bin einmal über eine Stunde mit euch zusammen durch den Park gelaufen und habe euch die ganzen Themenbereiche vorgestellt. Und dann habe ich gefragt, möchtet ihr das denn noch für andere Sachen machen? Und eigentlich habe ich gedacht, oh, jetzt mit den ganzen Baustellen von den Walt Disney Studios lohnt sich das. Aber ihr habt euch das gewünscht und ich dachte, wir machen das so als ein Zeitreiseprojekt. Also ich fange dann jetzt bald an. Wenn ich jetzt das Wochenende da bin im Disneyland Paris, mache den ersten Rundgang durch den Walt Disney Studios. Und dann versuche ich bei nächsten Besuch oder bei jedem zweiten Besuch, kommt darauf an, wie viel sich verändert, einen neuen Rundgang zu machen. Und dann seht ihr auch die Veränderungen. Wie verändern sich die Walt Disney Studios und die langsame Transformation zu Disney Adventure World? Finde ich eigentlich eine recht gute Idee. Und das wird euch bestimmt dann auch interessieren. Ja, wir reden jetzt erstmal über den Disneyland Park, was er für Besonderheiten hat. Und dann kommen wir zu den Walt Disney Studios und dann machen wir so kleine Vergleiche und ich gebe euch Tipps, was vielleicht das in dem einen oder anderen Park besser ist. Und ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen und wir starten. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, alles aus dem FF kann ich da nicht so offen reden. Und wenn ich Bildmaterial habe, werde ich es euch natürlich gerne einblenden, damit ihr das euch ein bisschen besser vorstellen könnt. Also, wir fangen mit dem Disneyland Park an. Der Disneyland Park wurde 1992 eröffnet, als das Disneyland Paris eröffnet hat. Und genau damals war es tatsächlich nur ein Park. Und die ganzen Hotels und damals, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, das damalige Disney Village hatte aber einen anderen Namen. Der Disneyland Park ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Wir haben einmal die Main Street USA, wir haben das Adventureland, wir haben das Frontierland, wir haben das Fantasyland und wir haben das Discoveryland. Jedes Land hat sein eigenes Thema. Im Adventureland geht es natürlich um Abenteuer, um Piraten. Wir haben dort natürlich die Attraktion wie Pirates, wir haben Indiana Jones und natürlich ist das Theming auch dementsprechend angepasst. Wir haben das Frontierland, was sozusagen dem Wilden Westen, dem früheren Wilden Westen gewidmet ist. Wir haben da eine der beliebtesten Attraktionen drin stehen, und zwar den Big Thunder Mountain. Dort steht auch das Phantom Manor. Und natürlich auch Restaurants und Shop findet ihr auch in jedem Land. Dann haben wir das Fantasyland. Das ist natürlich den, ja, ich würde sagen,
den Prinzessinnen, den Märchen, den Geschichten auch für Jüngere. Also nicht, dass sie Geschichten für Jüngere sind, aber dort sind viele Attraktionen, die für Jüngere geeignet sind. Und es ist natürlich alles sehr schön rosa und verschnörkelt und spielerisch. Und dort findet ihr aber auch einige Prinzessinnen. Und dort findet ihr Attraktionen wie Dumbo's Flight, das Karussell, It's a Small World. Und ihr könnt zum Beispiel auch Mickey und die Prinzessinnen treffen. Also das findet ihr alles im Fantasyland. Das Discoveryland ist da für die, kann man sagen, Entdecker sozusagen ausgelegt. Dort habt ihr Attraktionen wie Buzz Lightyear, Laser Blast, den Hyperspace Mountain, einen kleinen Star Wars Bereich, wozu jetzt der Hyperspace Mountain ja auch gehört, Star Tours. Und dort könnt ihr auch zum Beispiel aktuell den Mandalorian treffen. Also das ist das Discoveryland. Und dann haben wir die Main Street, die im Prinzip euch den Einstieg in den Park zeigt. Das ist die Straße, wo ihr auf das Schloss zulauft. Das ist die Main Street. Sie hat ein paar Attraktionen, zum Beispiel die Railroad, die einmal um den Park fährt. Oder auch kleine Attraktionen wie die Cars auf der Main Street, wo ihr dann zum Beispiel zum Schloss gefahren werdet oder wieder zurück. Und aber das Hauptaugenmerk auf der Main Street USA sind natürlich die Shops und ein paar kleinere Restaurants, aber hauptsächlich die Shops. Genau, das ist die Unterteilung vom Disneyland Park. Und das Besondere ist natürlich das Sleeping Beauty Castle. Das Dornröschenschloss, was, glaube ich, das Wahrzeichen ist vom Disneyland Paris, das findet ihr im Disneyland Park. Und natürlich habt ihr dort auch spezielle Shows und Paraden, die ihr nur im Disneyland Park findet, wie aktuell die Million Splashes of Color Show oder die Disney Stars and Parade, die Parade, die jetzt seit dem 25. Geburtstag läuft, also jetzt schon fast 6 Jahre. Das ist die läuft täglich. Dann natürlich, dort findet ihr auch das bekannte Feuerwerk am Schloss. Aktuell ist es ja jetzt wieder Disney Illuminations. Und dort findet ihr auch eine Drohnenshow, aber es gab auch schon in den Walt Disney Studios eine Drohnenshow. Also ja, das und dann noch Shows wie The Lion King und haben wir noch eine Show? In den Walt Disney Studios? Im Disneyland Park? Nee, ich glaube, also aktuell im Winter habt ihr noch, zur Christmas Season habt ihr im Videopolis noch die Weihnachtsshow und so weiter. Aber das ist jetzt so, ich glaube, das war's an Shows. Also es gibt nur die Lion King Show und natürlich die Parade, die Disney Stars and Parade, aktuell Million Splashes of Color und das Feuerwerk abends am Schloss. Also genau, das ist so der Disneyland Park. Dort könnt ihr natürlich auch ganz viele verschiedene Charaktere treffen, wie Winnie Pooh, wie die Prinzessinnen, wie Stitch, wen haben wir noch? Tigger und Peter Pan. Also da müsst ihr einfach in der App auch nachschauen. Ich habe auch zu den Charakteren mal ein Video gemacht, wo ihr welchen Charakter treffen könnt und auch Charaktere, die vielleicht nicht in der App stehen. Also es lohnt sich immer mal wieder, meine Tipps und Tricks Videos anzuschauen. Und was gibt es noch Besonderes an Restaurants vielleicht im Disneyland Park? Also was ich immer ganz besonders lecker finde, ist das Plaza Gardens, das Buffet-Restaurant. Und ein ganz besonderes Highlight ist natürlich das Auberge de Cendrillon, das Restaurant von den Prinzessinnen. Dort gibt es aktuell wieder das Prinzessinnen-Frühstück. Oder kommt das erst Ende Juni? Ich glaube, es kommt erst Ende Juni. Aber das Prinzessinnen-Frühstück kann man sich dort reservieren. Oder auch Mittag- und Abendessen. Dann trefft ihr immer auf die ein oder andere Prinzessin. Ich glaube, beim Frühstück sind es 3 Prinzessinnen und beim Mittag- und Abendessen jeweils 4 Prinzessinnen. Und das finde ich tatsächlich ein ganz besonderes Restaurant und auch sehr, sehr lecker. Also das sind so die Highlights des Disneyland Parks. Und wie gesagt, Hauptattraktionen sind Big Thunder Mountain, Pirates, sehr beliebt, It's a Small World, Hyperspace Mountain und natürlich kleinere Attraktionen wie Schneewittchen, Pinocchio, Dumbo, jetzt muss ich wieder überlegen, die Bötchenfahrt, Casey Junior. Und das sind halt Attraktionen, die ihr so im Disneyland Park finden könnt. So, jetzt kommen wir zu den Walt Disney Studios. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, am Anfang gab es nur den Disneyland Park 1992. 2002, exakt 10 Jahre später, wurden die Walt Disney Studios eröffnet. Und damals tatsächlich war es auch, also wie bis heute, hat der Park leider keinen guten Ruf.
Damals gab es noch weniger Attraktionen. Ich glaube, damals war der Tower of Terror noch gar nicht da. Und das finde ich tatsächlich also meine Lieblingsattraktion. Und ja, die wurde tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann der Tower of Terror eröffnet würde, aber erst ein paar Jahre später. Ansonsten, wie die aktuelle Aufteilung der Walt Disney Studios ist, ihr habt das Front Lot, das ist im Prinzip der Bereich vor dem Studio 1. Wenn ihr reinkommt, habt ihr dann links einen kleinen Shop und dann kommt die große Halle, die aktuell noch Studio 1 genannt wird. Die wird aber dann umgebaut und bekommt dann das Thema der Weltpremiere nach der Wiedereröffnung, also es wird nie geschlossen sein, nach der Umthematisierung, nach dem Namenswechsel auf Disney Adventure World wird das Thema von Studio 1 nicht mehr so Hollywood, also es ist ja gerade auch so Hollywood und also eine Abendstimmung. Und dann bekommt es das Thema auch schon Art Hollywood, aber halt das Thema Weltpremiere. Also so, wenn man auf einen Film zu einer Weltpremiere geht. Und wenn man dann aus dem Studio 1 rauskommt, sieht man erstmal eine der Hauptattraktionen, den Tower of Terror, welchen ich absolut liebe und den dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und dann haben wir sozusagen die Toon Studios. Wir haben jetzt World of Pixar. Wurde ja, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sozusagen eingeführt, weil ja, es waren die Toon Studios, dann haben wir noch Production Courtyard. Und genau, also wenn ihr nach rechts geht, kommt ihr in die World of Pixar. Genau, da kommt ihr dann an Crush Coaster vorbei. Wenn ihr dann weiterläuft, könnt ihr rechts ins Ratatouille-französischen Bereich. Links könnt ihr dann zu den Toy Story Playland gehen. Und wenn noch weiterkommt, kommt ihr die Cars-Attraktion. Also auf der rechten Seite habt ihr das komplett World of Pixar. Und auf der linken Seite, wenn ihr aus dem Studio 1 rauskommt, aktuell findet ihr, wie gesagt, den Production Courtyard. Da habt ihr einige Theater, wo auch Shows stattfinden. Kommen wir gleich zu. Und dann, wenn ihr weiterlauft, kommt ihr auf den Avengers Campus, der jetzt schon vor 2 Jahren aufgemacht hat. Ich glaube, vor 2 Jahren. Also relativ neu, obwohl es die Fläche ja schon gab. Die wurde halt nur umthematisiert. Die Attraktion Spider-Man Web Adventure war vorher Armageddon, wurde einfach nur umgebaut. Und auch der Iron Man Coaster, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Avengers Flight Force war vorher der Rock'n'Roller Coaster, hat im Prinzip auch nur eine Umthematisierung bekommen. Und wenn man so sehen möchte, keine wirklich neue Attraktion. Dennoch finde ich den Avengers Campus einen richtig coolen Ort. Sollte man auf jeden Fall mal hingehen, auch wenn man kein Avengers-Fan ist oder Marvel-Fan, was ich tatsächlich bin. Und das war's. Wenn man jetzt vom Studio 1 rauskommt, kommt darauf an, aktuell kann man ja nicht rauskommen, weil man an Studio 1 vorbeigeleitet wird wegen den Baustellen. Aber wenn man, was die Idee ist später, wenn man aus Studio 1 rauskommt, dass man einen kompletten Weg, so ähnlich wie die Main Street USA, dann haben wird und dann auf den See zulaufen wird und auf World of Frozen. Aber das erst nach der Eröffnung von World of Frozen. Und ja, und deswegen, weil der Bereich relativ klein ist, den man in den Walt Disney Studios aktuell so erleben kann, würde ich auch sagen, es ist kein kompletter Ganztagespark. Dennoch hat der Park super viele Attraktionen, die ein Highlight sind. Ich habe jetzt schon gesagt, Tower of Terror, einer meiner Lieblingsattraktionen. Crush Coaster macht auch unglaublich viel Spaß. Ratatouille, ich weiß nicht, ob es jetzt für immer 2D ist, aber war es mal 3D. Ich weiß nicht, ob die das immer mal wieder wechseln, aber auf jeden Fall die Ratatouille-Attraktion in Dark Ride. Wunderschön für groß und klein. Und auf dem Avengers Campus gefällt mir auch Spider-Man Web Adventure, macht super viel Spaß. Also es gibt wirklich Attraktionen, die sehr, sehr schön sind. Und was aktuell für die Walt Disney Studios bekannt ist, sind deren Shows. So viele Shows laufen aktuell in den Walt Disney Studios. Und da habe ich auch tatsächlich den ersten Tipp für euch. Wenn es regnet, dann sind, glaube ich, die Walt Disney Studios der bessere Ort, um dort die Zeit zu verbringen. Denn die meisten Attraktionen, die ich gerade auch schon genannt habe, sind Indoor. Bei Crush Coast habt ihr einen kleinen Part, der Outdoor geht, aber das können wir bei Regen auch verkraften, es geht schnell. Und fast alle Attraktionen sind Indoor und sogar die Cars-Attraktion ist zwar Outdoor, aber ist überdacht. Das heißt, Attraktionen könnt ihr fahren in den Walt Disney Studios bei Regen
und halt auch die vielen Shows besuchen. Wir haben Mickey and the Magician, eine unglaublich schöne, sehenswerte Show. Die habt ihr, wenn ihr aus dem Studio, neben dem Studio 1 rechts auf der Seite in dem Theater, läuft Mickey and the Magician. Dann habt ihr auf der anderen gegenüberliegenden Seite beim Production Courtyard Together, die Pixar Show. Dann daneben habt ihr noch die Dream Factory. Das ist auch eine Show mit Mickey, Minnie, Timon und Vampirella und die andere habe ich jetzt vergessen von Disney Junior. Ist auf jeden Fall eine Disney Junior Show, aber ist wirklich nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Super sehenswert. Danach haben wir Stitch Live, was auch immer ganz witzig ist, mal zu machen. Habe ich ewig nicht mehr gemacht, aber immer wenn ich es gemacht habe, fand ich es immer super witzig. Dann haben wir jetzt seit neuestem die Alice im Wunderland Show, Alice and the Queen of Hearts Back to Wonderland. Habe ich noch nicht persönlich gesehen, kommt aber beim nächstes Wochenende, wenn ich da bin. Und ihr seht, wie viele Shows in diesem kleinen Park eigentlich laufen. Also man kann wirklich den halben Tag nur damit verbringen, Shows zu gucken und den anderen halben Tag dazu verbringen, einfach die Attraktionen zu fahren. Und hier kann ich euch auch mal einen Tipp geben. Morgens ist meistens mehr los in den Walt Disney Studios von den Wartezeiten her als nachmittags und gegen Abend. Wenn ihr nachmittags gegen Abend in die Walt Disney Studios geht, sind die Wartezeiten oft viel, viel geringer und ihr kommt viel schneller durch. Also so viel zu den Walt Disney Studios, was ihr dort erleben könnt. Und mein ersten Tipp, wenn es regnet, würde ich tatsächlich die Walt Disney Studios bevorzugen. Klar, die Wege, wenn man draußen läuft, sind nicht überdacht, aber die meisten Attraktionen sind Indoor und auch die Shows. Und die Shows sind wirklich sehenswert, außer Alice im Wunderland, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ob ich es weiterempfehlen werde, ich habe es auch ich habe es natürlich bei Ausschnitten gesehen, aber mich nicht spoilern lassen, irgendwie eine komplette Show gesehen. Und dazu bekommt ihr natürlich auch nächste Woche dann meine Meinung, wie ich die Show finde. Ja, das ist der aktuelle Stand der Walt Disney Studios und das ist auch der Park, in den aktuell so viel investiert wird von Disney, Disneyland Paris. Dort entsteht gerade World of Frozen. Wir werden einen kleinen englischen Bereich haben, mit englischen Gärten, mit einer Rapunzel-Attraktion. Und das wird tatsächlich alles wahrscheinlich nächstes Jahr eröffnet. Wie gesagt, wir haben noch kein Datum. Und dann gibt es ja immer noch den dritten Themenbereich, der ja damals als Star Wars angekündigt wurde. Gerüchte besagen, es wird nicht mehr Star Wars, aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was dorthin kommt. Ich denke, bei der D23 im August, wo ich auch da sein werde, wird bekannt gegeben, was dorthin kommt als dritter Themenbereich. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein und es ist, glaube ich, nicht mehr Star Wars. Aber da müssen wir uns wohl bis August gedulden, was dort denn Schönes hinkommen könnte. Aber ihr könnt ja gerne spekulieren unten in den Kommentaren, was ihr euch wünscht oder was ihr vielleicht gehört habt. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, also das sind die Walt Disney Studios. Aktuell werden sie sich tatsächlich verdoppeln. Wenn das alles geöffnet hat, werden sich die Walt Disney Studios von der Größe her verdoppeln. Und dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, nicht nur ein Tagespark, sondern sogar ein Halbtagespark, wenn man die ganzen Shows mitnehmen will. Weil die Shows dauern wirklich 20 bis 30 Minuten. Plus, da muss man sich ja früher anstellen und so weiter. Also, ich glaube, die Walt Disney Studios oder die zukünftige Disney Adventure World wird schon ein sehr beliebter Park werden, vor allem wenn World of Frozen aufmacht. Ich war ja in Hongkong und World of Frozen ist einfach so wunderschön und freue mich, dass es, wenn es dann hier im Disneyland Paris auch dann eröffnet. Restaurants in den Walt Disney Studios, so ein schwieriges Thema bei mir. Also Remy finde ich okay, kann man schon mal hingehen. Ich finde es halt cool, das ganze Thema drumherum bei Remy, bei Chez Remy. Ansonsten, ja, die Stark Factory, da kann man schon mal Nudeln essen und Pizza. Hinten bei das Shawarma im Avengers Campus ist eigentlich auch ganz lecker, also das ist schon lecker. Aber es gibt jetzt nicht so dieses Table Service Restaurant aktuell in den Walt Disney Studios, wo man sich schön hinsetzen kann und mal entspannen kann. Es gibt halt sehr viele Quick Service Restaurants, wie gesagt die Stark Factory. Das, wo es Shawarma gibt. Es gibt diese Suppe auf dem Avengers Campus. Das Chez Remy
In Toy Story gibt es, glaube ich, gar nichts. Also das Essensangebot aktuell in den Walt Disney Studios ist ein bisschen eingeschränkter, vor allem jetzt, wo Studio 1 auch geschlossen ist, weil da gab es ja auch dieses große Restaurant, wo man drin sitzen konnte mit Burgern und so weiter. Das hat natürlich auch aktuell geschlossen. Deswegen das Essensangebot in den Walt Disney Studios aktuell finde ich ein bisschen mau, wenn man das so sagen darf. Die beiden Parks unterscheiden sich natürlich auch in deren Öffnungszeiten. Und da empfehle ich euch immer mal in die Disneyland Paris App zu schauen, wenn ihr dorthin fahrt und schaut, wann die Parks, also die öffnen tun die meistens um dieselbe Zeit, wenn beide Extra Magic Hours haben. Manchmal haben die Walt Disney Studios keine Extra Magic Hours, aber aktuell, glaube ich, haben sie die wieder. Und aber die Abendöffnungszeiten unterscheiden sich natürlich auch. Also der Disneyland Park hat meistens länger offen als die Walt Disney Studios. Im Sommer haben die, glaube ich, so bis 8 oder 9 geöffnet und der Disneyland Park so bis 22, 23 Uhr, je nachdem. Aber schaut da auf jeden Fall in die App. Und ich habe jetzt schon gesagt, es gab mal eine Drohnenshow in den Walt Disney Studios abends vor dem Tower of Terror, die auch echt schön war, die Marvel, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die Avengers Marvel Drohnenshow, Power the Night, Avengers Power the Night. Die war wirklich der Hammer. Ob sie in der Form nochmal zurückkommt, weiß ich nicht. Und es soll ja auch noch irgendwie was mit Ende des Jahres auch nochmal irgendwas mit Marvel und Avengers kommen. Und ich glaube, war es Black Widow? Es war nicht Black Widow. Es war Scarlet Witch, glaube ich, war es. Aber das erfahrt ihr dann immer in meinen News-Videos, was Neues kommt und auch auf Instagram. Aber ich finde auch die Walt Disney Studios, auch weil sie aktuell im Umbau sind, versuchen sie trotzdem den Gästen das größtmögliche Erlebnis zu bieten, wie sie es halt machen können. Die Attraktionen sind alle geöffnet und ja, man muss sich ein bisschen durch Baustellenzäune durchschlängeln und es ist nicht die schönste Optik. Aber finde ich trotzdem, dass sie sich Mühe geben, die Walt Disney Studios trotzdem attraktiv zu machen. Genau. Ja, und die beiden Parks unterscheiden sich natürlich auch thematisch. Der Disneyland Park ist ja hauptsächlich so auf die klassischen Disney-Geschichten, das klassische Disney-Thema konzentriert und die Walt Disney Studios aktuell auf Film- und TV-Produktionen. Aber es ändert sich ja jetzt auch in die World of Pixar. Es kommen die verschiedenen sozusagen Adventures und da sind die ja tatsächlich bei der Umthematisierung. Aber der Disneyland Park konzentriert sich so auf die klassischen Geschichten und im Disneyland Park gab es jetzt schon seit Jahren keine neue Attraktion mehr. Wie gesagt, da wird sich gerade auf die Walt Disney Studios konzentriert. Ja, die Hauptattraktionen habe ich ja schon erwähnt. Im Disneyland Park ist es Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, Pirates, It's a Small World. Und das sind so was wie die. Es gibt natürlich mehr Attraktionen. Und die in den Walt Disney Studios sind zum Beispiel Tower of Terror, Crush Coaster und Ratatouille und Spider-Man, Web Adventure. Das sind so die Hauptattraktionen in dem Park. Und ja, die Walt Disney Studios bieten viel, viel mehr Shows an als jetzt zum Beispiel der Disneyland Park und tatsächlich auch unterschiedliche Shows. Ja, solltet ihr jetzt ein Hopper-Ticket kaufen, wenn ihr da seid, also wenn ihr in einem Disneyland-Hotel übernachtet oder in einem Disney-Hotel, habt ihr sowieso immer Hopper-Tickets. Das heißt, ihr könnt zwischen den Parks wechseln, so oft ihr möchtet am Tag. Aber wenn ihr sagt, oh, ich fahre jetzt einfach nochmal so ins Disneyland Paris oder ihr übernachtet außerhalb, habt keine Jahreskarte und müsst euch ein Ticket kaufen, kauft ihr euch ein Hopper-Ticket oder nicht? Also wenn ihr einen Tag da seid, würde ich tatsächlich mir kein Hopper-Ticket kaufen und mich nur auf den Disneyland Park konzentrieren, weil der hat schon einiges zu bieten, ist relativ groß mit den ganzen Attraktionen und auch den Shows, die sie dort haben. Und deswegen würde ich mich, wenn ihr nur einen Tag habt, auf den Disneyland Park konzentrieren, weil das ist auch zu stressig. Klar, die Parks sind nicht weit voneinander entfernt. Der Laufweg zwischen den beiden Parks ist vielleicht 15 bis 20 Minuten, wenn ihr langsam lauft. Und deswegen sind sie nicht weit entfernt. Aber wenn ihr nur einen Tag habt, kauft euch kein Hopper-Ticket. Das ist meine Empfehlung. Wenn ihr sagt, ich möchte 2, vielleicht sogar 3 Tage bleiben, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Hopper-Ticket. Und dann könnt ihr natürlich auch zwischen den Parks wechseln. Und wenn ihr die Walt Disney Studios natürlich früher zumachen, könnt ihr noch in einen anderen Park gehen. Oder ihr geht morgens erst in den Disneyland Park und geht dann nachmittags erst in die Walt Disney Studios, wie gesagt, weil wenn die Wartezeiten dann nachmittags und abends ein bisschen leerer werden. Oder ihr geht in die Walt Disney Studios, geht was essen im Village und geht dann in den Park. Also wie gesagt, mit den Hopper-Tickets seid ihr komplett flexibel. Die empfehle ich euch aber erst ab dem zweiten Tag. Wenn ihr einen Tag da seid, nur ein Ticket ohne Hopper-Tickets. Die sind halt ein bisschen günstiger, deswegen. Und mit den Hopper-Tickets könnt ihr, wie gesagt,
mit den Nicht-Hopper-Tickets könnt ihr dann die Parks nicht wechseln. Dann müsst ihr in dem einen Park drin bleiben. Ja, das waren so jetzt die merklichen Unterschiede zwischen den beiden Parks. Und es soll ja bis 2030 oder 35 noch ein dritter Park eröffnen. Ob das wirklich so bis dahin funktioniert, wir können alle gespannt sein. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden, wann und ob dieser Park eröffnet, weil es gibt halt so Richtlinien von der Regierung, dass bis dahin der dritte Park eröffnet sein muss, sonst ist das Land verloren, wo Disneyland Paris den dritten Park bauen darf. Aber aktuell sind es nur die zwei Parks. Ihr könnt auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was euch an den beiden Parks am besten gefällt, warum ihr vielleicht lieber in den Disneyland Park geht als in die Walt Disney Studios oder vielleicht andersherum. Also eure Meinung wird mich auch gerne interessieren. Und ich hoffe, das Video war hilfreich und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!